Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part. Es ist 2013. Wir führen ja 1-0 und brauchen nur ein Unentschieden. Außerdem habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt mal statt einfach random drauf zu schießen, ziele. Komm, ja, den kriege ich. Nice. Pass doch schneller. Ha, die Zeit geht da immer was verloren. Ja, ist aber noch ganz gut. Ist ganz gut. Okay, 2 gegen 2. 2 gegen 2. Ah, schade. Boah, hier ist alles so eng. Oh, Benson hat den Ball verloren. Komm. Ja, der Pass war gut, der Pass war gut. Nein! Ach komm, der hat mich festgehalten. Oh, das ist so unlogisch. Seht ihr, was ich meine? Ich habe in die Ecke gezielt und er hat es als Pass reagiert. Reagieren lassen. Moment, ich brauche wieder, Alter. Okay, das können wir kontern. Das können wir kontern. Ja, bitte. Ja. Toledo. Nein, da kommt ein neuer. Also nicht mal mehr. Was macht der? Ist der behindert im Kopf? Alter, Mühlheim, du bist so dämlich, ohne Witz. Eine Kartoffel hat einen höheren IQ als du. Der bleibt einfach... Ihr Idioten! Ach komm, nein! Ecke. Der wäre drin. Strammel hat es aber mit dem Fuß abgewehrt. Deck mich. Fick dich. Fick dich. Ohne Witz. Verteidigen ist so lame in diesem Spiel. Oder ich bin halt einfach einer der größten Noobs. Komm, das ist doch scheiße. Oh, die sind so hyperdämlich. Ich kann mit denen nicht arbeiten. Ja, also das hat man ja wohl gesehen, dass das ein Foul war. Hallo, hallo, ich will Freistoß. Ja, doch nicht. Warum fällt das so auf? Wenn die mich einfach faulen und dann passiert nichts. Und ich mache nichts mit denen, die stolpern. Oh ja, wow, was ein toller Schuss. Wirklich, ohne Witz. Das ist so kacke. Komm. Ja, also das war jetzt wieder... Ja, okay, das war mal kein Fall. Nein, wieso denn? Nein, was macht ihr denn? Ihr seid so hundsdämlich. Schade. Ich bin ja tot, aber von den Gegnern auch noch was klüger. Wer hätte der denn sowieso gehalten? Weil der war ziemlich langsam. Ja, das war... Guck's mal. Hier Kopfball. Hier bin ich. Ja, nee, gar kein Foul, ne? Ich meine, der rammt ja nur seinen Kopf in meine Rücken. Ist gar kein Foul oder so. Komm jetzt.
Nein, verdammt! So viel Zeit ist nicht mehr. Nur noch 10 Minuten plus Nachspielzeit. Dann lass ja mal wieder her. Allein gegen alle. Schieß! Die Gegner da nichts tun. Guckt euch das mal an. Ich laufe da, der Ball rollt einfach so und die machen nichts. Dann habe ich so einen scheiß Lack schon wieder. Und wir führen. Jetzt müsste der Gegner 2 Tore machen, um gegen mich zu gewinnen. Und das in so kurzer Zeit, das erwarte ich von meinem Gegner nicht. Oh, schade. Oh. Nein, hat er noch bekommen. So, zu dem oben spielt er jetzt. Oh, ich habe ihn abgewehrt durch Lack. Nein, ich kann nichts machen. Hier ist keiner. Ja, dann ist er auch noch dümmer als Scheiße, ne? Wenn ich dann etwas schaffe und Glück habe, sind die einfach dümmer als Scheiße und ich kann nichts machen. Oh, mach doch was, Idioten. Ja, nimm dem doch den Ball weg. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, weil ich nichts dafür kann. Wenn die einfach den Ball vor den Füßen haben und nichts machen, dann kann ich dagegen auch nichts tun. Ja, super, jetzt ist es ja zumindest unentschieden. Zwar lächerlich, aber unentschieden, das reicht. So, Abwehr. Das ist schön, die brauchst du nämlich. Aber wir machen nicht Abwehr, sondern Torwartfähigkeit. Da musst du nämlich noch was dazulernen. Strahler kann jetzt Abwehr, das ist auch schön. Nö, hat keine Abwehr. Hat er die schon? So. Ach ja, körperlich ist das auch, das glaube ich. Geschwindigkeit. Ich bin dann da abholen. Das fällt mir jetzt gar nicht so wirklich auf. Und was gibt es bei Körperlicht noch? Ausdauer. Dribbeln und Ausdauer passt zusammen. Boah, der hat aber viel Ausdauer. Mühlheim. Geschwindigkeit und Ausdauer am besten. Es gibt gar nichts mehr. Okay. Ist es eine 2-Sterne-Karte? Ja! Ein Verteidiger. Wie ist er denn? Naja. Obwohl, Strandberg. Ciao. Der ist deutlich besser als Strandberg. So, plus 5000 Cash und 1,18 Millionen Zuschauer und jetzt haben wir Level 1 erreicht. Ich glaube, das Maximal ist Level 5 oder Level 6. Nee, Level 6 auf jeden Fall. Sie haben soeben einige neue Blogger freigeschaltet. Mal gucken, ob wir da was kaufen können. Okay, was 2000? Vereinsheim Level 2, Konferenzraum und Cafeteria. Sagen wir uns Vereinsheim Level 2, sie können 3-Sterne-Spieler erhalten, das ist doch gut. Was für das hier? Sie können aus einer größeren Auswahl von Fertigkeiten wählen. Erhöhte Fähigkeit, fit zu bleiben. Ich will das nehmen. So, dann haben wir noch 1000, das andere können wir uns noch nicht ganz leisten. Was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben einen Futsalplatz, einen Trainingsplatz, ein Fitnessstudio, wo nichts drin ist. Das ist natürlich sehr toll. Ein Vereinsheim mit einem Konferenzraum. Nein, nicht Einrichtungen. Und noch ein Büro, wo nichts drin ist. Wow, was ein tolles Fußballteam. Hat nicht mehr wirklich Ausrüstung. Das Einzige, was sie haben, ist ein Bus und Plätze, aber egal.
Ja, ich würde mal sagen, das nächste Turnier. Glückwunsch hier um Sieg, Sie können nun an folgenden Turnieren teilnehmen. Atlantikliga Stufe 2. Ja, das machen wir aber nicht. Wir machen nämlich hier noch fertig und das wäre dann das nächste Mal Mittelmeerliga Stufe 1. Bis zum nächsten Mal. Ciao.